Was steckt in Wirklichkeit hinter dem Ukraine-Krieg? Was steckt hinter den deutschen Waffenlieferungen? Was steckt hinter dem Sonderetat von 100 Milliarden für unser Militär? Inwiefern werden wir durch Angst manipuliert und gefügig gemacht? Heute verrate ich Ihnen die Antwort eines Insiders, den ich schon seit Jahrzehnten schätze. Hören Sie, was dieser kluge Mann sagt, und Sie werden die deutsche Kriegslust besser verstehen, ihre Risiken mit neuen Augen sehen. Mein Name ist Martin Wehle, ich bin Autor des Bestsellers »Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst« und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die Sie jeden Tag Ihres Jahres mit guten Tipps versorgt. Link zu den kostenlosen Probewochen unter diesem Video. Der Insider, von dem ich heute spreche, das ist der Psychoanalytiker und Psychiater Hans-Joachim Maatz. Er hat vor Jahren das bahnbrechende Buch »Die narzisstische Gesellschaft« geschrieben, immer noch sehr lesenswert. Und jetzt in seinem neuen Buch, das heißt »Friedensfähigkeit und Kriegslust« und ich kann es sehr empfehlen, in diesem Buch, da befasst er sich mit der Frage, wie es im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg kommen konnte, dass die Kriegslust hier in Deutschland wieder um sich greift und dass Plädoyers für Waffen wieder zum guten Ton in der politischen Debatte gehören. Und warum lassen sich so viele Menschen von den Verantwortlichen ein X für ein U vormachen, also ein Anheizen des Krieges als Verteidigung des Friedens verkaufen? Ich nehme ein Fazit vorweg, zu dem Maatz in seinem Buch kommt, und dann gehe ich auf die spannenden Hintergründe ein, das müssen Sie unbedingt kennen. Er schreibt, es gäbe überhaupt keine Kriegsbereitschaft, wenn es keine früh traumatisierten Menschen gäbe. Sie gehorchen, denn aus ihnen spricht das Größenklein, das sich vor dem Kriegsherrn nur erhebt, um ihm zu sagen, Größen selbst Befehl, wir folgen dir. Aus psychodynamischer Sicht kann es keinen gerechten Krieg geben, weil Krieg immer nur ein Symptom schwerer kollektiver Psychopathologie ist. Der Feind, der muss ein Teufel sein, damit man ihn schuldfrei oder gar mit Begeisterung töten kann. Auf diese Weise, da werde der eigene Gefühlsstau abgebaut, verursacht durch ein falsches, durch ein unechtes Leben. Aus diesem Buch, da können wir ganz viel lernen über politische Manipulation, aber auch darüber, wie sich Kriege beenden lassen. Doch nun der Reihe nach. Der Psychologe Maatz, der geht davon aus, dass wir uns in einer normapathischen Gesellschaft bewegen. Das ist eine Gesellschaft, die eine zwanghafte Anpassung von uns allen fordert. Wir haben es gelernt, unsere Gefühle hinter Fakten zu verstecken, wir argumentieren auf der sachlichen Ebene und wir unterdrücken das Persönliche. Wenn jemand sagt, ich bin für Waffenlieferungen, damit die Ukraine sich wehren kann gegen den Angriffskrieg Russlands, dann bleibt sein persönliches Motiv absolut im Dunkeln. Wenn er in sich ginge, käme er laut Maatz vielleicht auf folgende Erklärung. Ich bin für Waffenlieferungen, weil ich mich gegen Unrecht wehren möchte, was ich schon oft erfahren habe. Oder umgekehrter Standpunkt. Das Sachargument gegen den Krieg, das würde lauten, ich bin gegen Waffenlieferungen, damit der Krieg nicht noch mehr Tote fordert. Und als Beispiel für eine persönliche Argumentation nennt Maatz, ich bin gegen Waffenlieferungen, weil mich die Opfer so belasten, weil ich durch den Tod meines Vaters im Zweiten Weltkrieg sehr belastet bin. Hans-Joachim Maatz, der weist darauf hin, dass die sachliche Argumentation zu feindseligen Reaktionen einlädt, während die aufrichtige, während die persönliche Argumentation einen wahren Kontakt auch zwischen Meinungsgegnern zuließe. Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, denn ich frage mich schon die ganze Zeit seit Corona, wie schaffen wir es wieder, miteinander vernünftig zu sprechen, auch wenn wir eben nicht einer Meinung sind. Eine Demokratie, die besteht doch gerade darin, dass wir um die Wahrheit ringen. Und sie besteht nicht darin, dass wir nur uns selbst als Alleineigentümer der Wahrheit sehen und unsere Meinungsgegner als Irrende und als schlechte Menschen. Je mehr Persönliches wir also in einer Debatte zeigen, desto mehr Persönlichkeit entwickeln wir. Aber das ist in dieser Gesellschaft nicht so einfach, wie Maatz in seinem Buch beschreibt. Schon Kinder werden bei uns dazu erzogen, dass sie funktionieren, dass sie den Unterrichtsstoff wichtiger als ihre Gefühle nehmen, dass sie sich hinter Worten, hinter Zahlen verstecken. Gefühle, die werden abgewertet, damit Menschen nach der Norm funktionieren, damit sie sich leichter manipulieren lassen. Wer den Funkkontakt zu seiner eigenen Seele verliert, der ist anfällig für Steuerung von außen, zum Beispiel auch durch politische Propaganda oder durch autoritär auftretende Führungspersönlichkeiten. Und während die echten Gefühle abgewertet werden, sieht der Psychologe Maatz eine ganze Industrie am Werk, die Ersatzgefühle produziert. Wir werden abgelenkt vom eigenen, das macht uns gefügig.
Zitat aus dem Buch. Gemäß der antiken Erfahrung, Herrschaft durch Brot und Spiele zu sichern, wird die mediale Animation durch eine unendliche Zahl von sinnentleerten bis absolut albernen TV-Sendungen kultiviert. Andererseits fordert die Politik häufig mehr lebhafte Zustimmung für ihre Entscheidungen. Eine unrühmliche Rolle spielen dabei Experten und Prominente, die als Klakeure gewonnen werden und helfen, das politisch Gewollte den Regierenden mit allen Mitteln propagandistisch-medial einzuhämmern. Das inhumanste Mittel der Manipulation sei, permanente Angst zu schüren. Das ist ein spannender Punkt, denn was ist während der Corona-Pandemie passiert? Im Innenministerium, da wurde ein Geheimpapier verfasst, eine Anleitung, wie man den Menschen Angst einjagen kann, damit sie die Corona-Maßnahmen leichter schlucken. Ich habe ein Video darüber gemacht. Es ging darum, Menschen die Grausamkeit des Erstickungstodes vor Augen zu führen. Es ging sogar darum, Kindern die Sorge einzuimpfen, sie könnten durch ihre Leichtfertigkeit das Leben der eigenen Eltern über Corona gefährden. Es war genau das, was Marz hier beschreibt, pure Panikmache. Auf demselben Klavier der Angst wird jetzt wieder mit Blick auf Russland gespielt. Gerade hat der niederländische NATO-Admiral Bauer davor gewarnt, in den nächsten 20 Jahren, da stehe womöglich ein großer Krieg mit Russland bevor, ein Krieg, bei dem eventuell auch Zivilisten an die Front müssten. Mit Zivilisten, da sind Menschen wie Sie und ich gemeint. Was ist die Absicht einer solchen Botschaft? Na klar, die Menschen, die sollen in Angst, die sollen in Schrecken versetzt werden. Sie sollen damit rechnen, dass Moskau einen Krieg mit der NATO beginnt. Und sie sollen vor lauter Furcht ihr Gehirn ausschalten. Sie sollen nicht mehr fragen, ob es richtig ist, zur angeblichen Friedenssicherung immer mehr Waffen zu produzieren und sich bis an die Zähne zu bewaffnen. Sie sollen nicht mehr fragen, ob es für den Frieden besser ist, einen Krieg bis zum letzten Blutstropfen zu führen, als alle Weichen auf Verhandlung zu stellen. Die Menschen sollen von der Angst gelähmt sein, wie das Kaninchen vor der Schlange. Sie sollen nicht mehr spüren, was die eigentliche Wahrheit ist. Und die eigentliche Wahrheit, wenn wir tief in uns hineinfühlen, die eigentliche Wahrheit, die lautet doch: Alle Menschen auf dieser Erde sind unsere Brüder und unsere Schwestern, auch in Russland, auch in China, überall. Ja, Putin, der hat diesen Krieg begonnen und das ist ein Verbrechen. Aber wozu führt es, wenn wir auf Bomben mit Bomben antworten, auf Drohungen mit Drohungen, auf Kriegseskalation mit Kriegseskalation? Das ist nicht der Weg in den Frieden, das ist nicht der Weg in eine bessere Zukunft, das ist der Weg in eine Spirale der Gewalt, die uns in einen dritten Weltkrieg führen kann. Wäre es nicht klüger, gerade jetzt, da wir am Rande des Abgrunds stehen, Brücken zu bauen, statt Brücken einzureißen? Woher kommt die wachsende Kriegslust in Deutschland, die im Westen Deutschlands noch ausgeprägter als im Osten ist? Der Psychiater Hans-Joachim Marz, der sieht einerseits individuelle Ursachen, die mit der Erziehung zusammenhängen. Wie gehen die Eltern mit dem Kind um? Ist es erwünscht oder unerwünscht? Kann es seine Gefühle äußern oder muss es sie unterdrücken? Marz schreibt: Die frühen Beziehungsqualitäten und die sozialen Verhältnisse entscheiden über gesund bleiben oder krank werden und über Friedensfähigkeit oder Kriegslust. Aber die Kriegslust, die hat auch gesellschaftliche Ursachen. Bei Marz heißt es: So hat der Kapitalismus dazu beigetragen, unser Innenleben zu blockieren und von außen durch entsprechende Reize eine emotionale Scheinwelt zu erzeugen. Am Ende soll der einzelne Mensch das reale Elend nicht mehr spüren können, sondern durch permanente emotionsgeladene Reize des Konsums, der Animation und medialen Propaganda beschäftigt, abgelenkt und betäubt werden. Die echten Gefühle, die würden wie durch Drogen betäubt, und zwar mit einer unendlichen Warenfülle. Wut und Schmerz, die werden zwanghaft unterdrückt. Und diese Gefühle, die sind wie Raubtiere im Käfig, die können ausbrechen und die können sich in Kriegslust entladen. Besonders berührt hat mich das Kapitel über die feministische Kriegslust. Hier zitiert Marz unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die beide für Waffenlieferungen plädieren und den Eindruck erwecken, jede andere Entscheidung schade der Ukraine und sei unmenschlich. Marz kommentiert das so, Zitat: Das ist aus meiner Sicht sehr erschreckend, da damit das weiblich-mütterliche, das Verstehende und Beschützende abdankt. Derartige Positionen zu Waffenlieferungen sind nach meinem Verständnis beliefil pervertiert, denn Waffenlieferungen in aktuelle Kriegsgebiete sind Beihilfe zum Töten, bedeuten auf jeden Fall eine Tötungsabsicht. Zitat Ende.
In Kontrast dazu beschreibt er, wie gleichzeitig das Friedensmanifest von Wagenknecht und Schwarzer auf heftigste Weise von den Medien abgewertet wurde. Wie kann das sein? Wenn Frauen für Waffen eintreten, gibt es Applaus, aber wenn Frauen für den Frieden eintreten, dann hagelt es Kritik. Vielleicht berührt mich dieses Kapitel so, weil meine Oma Maria eine glühende Kriegsgegnerin war. Sie hatte ihren Sohn, meinen Onkel Albert, im Zweiten Weltkrieg verloren. Er war 17 Jahre alt, als er für Hitlers Wahnsinnskrieg eingezogen wurde. Und ganz egal, wo auf der Welt ein Krieg angezettelt wurde, meine Oma hat immer nur an die Soldaten gedacht, an die Mütter, die zu Hause zittern. Sie hat immer nur auf ein schnelles Ende des Krieges gehofft. Und sie hat sich nie von der Propaganda der Kriegsherren beirren lassen, die ja immer nur im Namen des Guten schießen und bomben und morden lassen. Sie hat sich als Frau, als Mutter auf die Seite des Lebens gestellt und gegen den Krieg. Das war doch immer die klassische Rolle der Frauen, dass sie die männliche Unvernunft, die männliche Aggression, die männliche Kriegslust gebremst und das Leben beschützt haben. In der heutigen Debatte, da klingen immer mehr Frauen nach Kriegslust und nach Säbelrasseln, zum Beispiel die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Was ist geschehen, dass Frauen sich nicht mehr hinter das Leben, dass sie sich nicht mehr hinter die Diplomatie, hinter das Reden, sondern hinter den Krieg stellen? Marz macht deutlich, dass es keinen gerechten Krieg geben kann. Er schreibt, Krieg bedeutet immer Tod und Zerstörung. Ich kann kein Recht erkennen, dass es einer Regierung erlauben könnte, Befehle zu erteilen, dass sich Menschen schwer beschädigen oder töten lassen oder andere Menschen ermorden. Diese Aussage, die gelte für alle Formen des Krieges, für den Angriffskrieg Putins genauso wie für den Verteidigungskrieg. Im Krieg gehe es immer um Interessen, um Macht und Profit. Damit sei Gerechtigkeit ausgeschlossen. Daran ändere auch die propagandistische Einteilung in Gut und Böse überhaupt nichts. Das ist ein wichtiger Gedanke. Es ist furchtbar, dass Putin diesen Krieg begonnen hat, aber es ist auch furchtbar, dass der Westen dieses große Menschenschlachten durch seine Waffen anheizt, statt alle diplomatischen Kräfte für ein Ende des Mordens aufzubieten. Ich finde das Buch Friedensfähigkeit und Kriegslust von Hans-Joachim Marz sehr gelungen. Hier hat jemand auf hohem Niveau und mit einem kritischen Blick analysiert, wie die Kriegslust wieder um sich greifen konnte, welche gesellschaftlichen und individuellen Ursachen das hat. Als wichtigste Botschaft leite ich für mich persönlich aus diesem Buch ab, wenn wir Frieden schaffen wollen, dann müssen wir in den eigenen Seelen anfangen. Ich bin bereit dazu, Sie auch. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, was dem NATO-Boss über die wahren Gründe des Ukraine-Krieges rausgerutscht ist. Es ist eine unglaubliche Aussage, die Sie kennen müssen. Klicken Sie das Video jetzt hier in der Infobox und wir blenden es auch gleich noch zum einfachen Anklicken ein. Am Ende habe ich noch eine persönliche Frage an Sie. Warum haben Sie dieses Video bis zum Ende geschaut? Offenbar sind Sie ein Mensch, der selber denkt, statt der Mehrheit einfach nur hinterher zu rennen. Ich finde das sehr sympathisch. Aber ich weiß, wie schwer es gerade eigenwillige Menschen in unserer Gesellschaft haben. Haben auch Sie manchmal das Gefühl, Sie hätten mehr im Leben verdient? Jetzt schenke ich Ihnen mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Dort stelle ich Ihnen eine wunderbare Methode vor, die hier in Deutschland kaum jemand kennt. Es ist eine Methode für mehr Zufriedenheit, mehr Erfolg und mehr Respekt Ihrer Mitmenschen. Diese Methode wird Ihr Leben verändern. Klicken Sie jetzt hier und sichern Sie sich mein geschenktes kostenlose Webinar. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei. Ihr Martin Behrle.